moin Leute, da sind wir wieder. Kleine Tour, hat gerade geregnet. Das ist natürlich sehr schön. Regen kommt immer gut, ne? Weiß man ja. Ein bisschen blöd geparkt. Tanken müssen wir auch noch. So, wollen wir mal gucken. Ich glaube, wir können auch erst eine kleine Runde drehen. So, mal gucken, was uns heute so erwartet hier. Ich bin gespannt. Straßen sind nass, Regenschauer ist zum Glück vorbei. Schönes E-Bike. Ich mag nicht gerne im Regen fahren. Wie sieht es bei euch aus? Ist euch das egal? So, wir fahren jetzt eben ein Stückchen aus Emden raus. Mal gucken, was uns heute so erwartet. Benzinpreise sind recht stabil geblieben, verhältnismäßig stabil. Ja, guck mal, will links abbiegen. Ich glaube, hier darf man gar nicht, ne? Ja, doch, dürfte sie. Aber einfach dicht gestellt. Das ist immer einige Leute, die denken auch nicht nach beim Autofahren. Ja, heute ist sehr grau. Morgen ist Vatertag. Das Wetter soll hier auch sehr durchwachsen werden. Schade für alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Oder auch viele mit dem Bollerwagen. Also mal schade sowas dann, ne? Guck mal, hier ist die Straße recht trocken. Krass. Wir gehen mal links rüber. Hier geht's auf die Autobahn. Gar nicht so viel los hier. Wir gehen mal rüber. Guck mal, einmal Abkürzung, ne? Kreuz, Alter, der Caddy. So kann man es machen, ne? Okay. Der ist hier einfach über den Parkplatz gefahren, einmal Vollgas gegeben und dann rechts, um hier an zwei Autos noch vorbeizukommen, ne? Das ist so schlecht. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, seht ihr? Da kommt schon einer. Ich weiß gar nicht, ob man von da überhaupt rein darf. Ja, ich habe jetzt heute ehrlich gesagt gar kein Ziel so. Ich wollte einfach ein bisschen fahren. Bin jetzt gestern und vorgestern gar nicht gefahren. Wetter hat es nicht so zugelassen. Und wenn man so nach oben guckt, ist auch heute nicht so schön. Haben wir aber gedacht, komm her. Kleine Runde. Ich hoffe, dass das Wetter morgen etwas besser wird. Morgen ist schon ein bisschen mehr los. Zumindest an Fußgängern und Fahrradfahrern. Wir fahren jetzt gleich zum Dollarcenter. Irgendwie einen Kaffee trinken. Ist auch ein matschiges Fest jetzt am Wochenende bei uns. Das bauen die bestimmt auch schon gut auf heute in der Innenstadt.
fahr doch noch mal vor. da hast du doch mal angefahren. Oh, etwas zu schnell. Tempo drosseln. Da ist er wieder. das geht hier Privatduell jetzt. Was macht sie? ja. Danke. Die Krankenschwestern auf vier Rädern, die haben auch mal Zeitdruck, ne? Ist ja nun mal einfach so. Ich glaube, sie hat mit mir geschimpft. Jetzt kommt die Sonne noch mal raus. Herrlich. Schön. Das, Alter, guck doch. Hammer. Was hat sie vor? Sie will sich mit mir anlegen. Da fährt sie wieder. Krass. Ja, wie gesagt, die stehen auch so unter Zeitdruck. Sehr gut. Und rote Ampeln. Das kennt man ja in Emden. Weil Gegenverkehr hat schon grün. Ah, ne, doch nicht. Ah, hätten wir doch nach vorne gekonnt. Die Straße hier schon wieder ist. Ich sehe die Ampel hier gar nicht. Mal ein Stück zurück wollen. Ach, zu Obi wollte ich auch noch, ne? Ich brauche noch eine Krimpzange. Oder haben sie bei Luis doch bestimmt auch. Gehe ich zu Luis. Luis unterstützen. Ich habe meine Luis-Karte nicht mit. Verdammt! Hätte ich die jetzt mithaben müssen? Bin mir nicht sicher. Das geht, glaube ich, auch so. Die biegen immer noch ab. Oh, diese Ampelschaltung. Please hold the line. Ey, die biegen immer noch ab. Alter, jetzt bremsen sie. Dann kriege ich gleich grün. Das ist einfach das, was am Motorradfahren Spaß macht. Ne? Man gibt einmal Gas, man lässt jeden hinter sich. Guck mal, ich fahre jetzt 60, ne? Also ich bin jetzt ja noch nicht zu schnell. Aber man gibt einfach Gas und ja, ist geil. Echt
Wir standen gerade an der Ampel, jetzt stehen wir schon wieder an der Ampel, ne? Das macht keinen Spaß. It makes no fun. No fun at all. Wir könnten vielleicht mal gleich noch zu Knock fahren auch. Aber ich brauche erstmal ein Käffchen. So, kommt Leute. Fahr! Sehr gut. Puh, das hat ja schon mal geklappt. Linke aus, nicht vergessen. Ey, 2,18 Euro einfach, ne? 2,11 Euro, ne? 12. Das ist ja auch immer so eine Masche, ne? Da steht ja 2,11 Euro, 9, aber in Wirklichkeit sind es ja eigentlich 2,11 Euro. 12. So, wo wollen wir denn hin? Wir parken hinten, würde ich sagen. Wir wollen noch zu Luis. Das ist natürlich auch schön an so einem Motorrad, ne? Ich kann mich hier einfach hinstellen. Sehr gut. So, machen wir das Video erstmal aus. Bis gleich. So, my friends. Weiter geht's. Leider etwas enttäuschend. Hab nicht das bekommen, was ich gerne gehabt hätte. Naja. Wir sehen manchmal so, ne? Wollen wir noch ein Spiel kaufen hier im Elektroladen? Kommt offiziell morgen raus, das Spiel. Und dachte mir, weil ja morgen Feiertag ist, dass ich das Spiel heute schon kriege. Aber nein. Kein Glück. Kein Glück! So, Kamera sitzt. Gut, dann gehen wir noch im Tanken und dann beenden wir die Runde schon fast wieder, ne? So. Was haben wir denn hier? €2,12. Ah, so dreist. Ups, abgerutscht. Wie viel machen wir denn? 5. Da steht sie, die Schönheit. Windig wird's. Alter, windig wird's. Oh, vom Kaffee muss ich aufstoßen jetzt. Ich bin dann bis dann kurz vor 4. Naja. Hallo, die 5? Ja, einmal 22,48. Würde ich gerne mit Karte zahlen. Ja, gerne. Danke. Hallo. Einmal 4 richtige, bitte. Oh. Gucken, ob ich die jedenfalls kann. 6 richtige klappt nie. Das glaube ich schon. Nee, die brauche ich nicht. Danke Ihnen auch noch. Tschüss. 4 richtige, ja. Ich hätte gerne mal 6 richtige, ne? Dankeschön. Sehr nett.
666, the number of the beast. Ja, schade, das Spiel, was ich haben wollte, hatten sie nicht. Ich dachte, ich kann heute Abend noch eine Runde Sniper Elite 5 streamen. Das war dann ja wohl nix. Ja, liebe Leute, dann machen wir uns jetzt auf den Heimweg. So, was ist denn hier los? Leute, ey, wenn man so langsam fährt, ne, dann fahr doch einfach. Fahr doch einfach 40. Wahnsinn! Oh mein Gott, ey. Fahr doch einfach 40, wo man 50 fahren darf. Guck mal, ich fahr 60, ne? 60 ist okay. 10 km mehr. Ja, dann muss ich mal gucken, was ich heute Abend noch streamen werde. Wahrscheinlich wieder einfach das gute alte Warzone. Mal gucken. Gar nicht viel passiert heute, ne? Ich werde trotzdem einen kleinen Zusammenschnitt machen. So, und hier, Alter, was geht hier denn ab? Was ist hier denn schon wieder los, so? Oh, wie ätzend, ne? Hier filtern wir uns jetzt einfach mal rüber. Zack. Danke. Oh, das ist echt das Schöne am Motorradfahren, ne? Und wir stehen mal wieder an der roten Ampel. An der roten Ampel, da kann man sehr viel sehen. An der roten Ampel wird man ganz oft stehen. So, dann biegen wir hier mal rechts ab und gucken uns mal an, wie weit die auf dem Delftfest schon sind mit dem Aufbauen. Das geht ja morgen los. Müsste ja eigentlich schon ein bisschen was zu sehen sein. Hamburg-Fans. Einmal laut lachen, bitte. Ich meine, ich bin Werder-Fan, ne? Aber bin jetzt nicht so der Hamburg-Hasser. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein wenig gefreut, dass sie es nicht geschafft haben. Kommt, Hater, zeigt es mir jetzt. Aber ist das so? Ich meine, Bremen steigt ab, steigt wieder auf. Und das ist der einzige Grund, ne? Der einzige Grund, warum ich mich gefreut habe, dass Hamburg es nicht geschafft hat. Weil die Bremer denen jetzt einfach gezeigt haben, hey, so geht's. Aber ich meine, das ist jetzt... Hey Arne, moin! Aber dass es jetzt in eine Richtung geht, finde ich ein bisschen blöde. Moin Holger! Rüdiger! Hi! Da war ich überrascht. Wer ist das? Ja, mit dem Helm, ne? Seine Mutter? Wie ist das? Achsel gezockt. Und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite vom Delft mal. Die Straßen sind wieder trocken. Aber guck mal hier, Start. Emder Matjeslauf ist ja auch da am Samstag. Ist hier ein Riesenspektakel. So, gucken wir mal, wie wir aussehen auf dem Motorrad. Ja, nice. Sieht gut aus. Ein nicer junger Mann. Warum bremsen sie ihn jetzt wieder ab? Ah, guck mal, ich habe gerade für 2,11 Euro getankt, ne? Krass. Wieso? Warum sind das hier solche Unterschiede?
Alter, was ein Hund. Der ist ja riesig. Wenn der mal anzieht, dann fliegt die Frau aber mit. Und guck mal jetzt. Da stehen wir schon wieder an der nächsten Ampel. Ne? Ey, es ist so schlecht hier in Emden einfach. Es ist so schlecht hier in Emden einfach. Ne? Die ganzen Ampeln, es nervt. Jetzt muss ich als Linksabbieger hier so lange warten. Ne? Guckt euch jetzt mal an, wie viele Autos da stehen. Er traut sich nicht raufzufahren. Guck mal, der kann viel weiter reinfahren, ne? In die Kreuzung. Das ist auch immer so eine Sache. Wenn ich jetzt dahinter stehen würde und ich hätte dann gleich rot, dann würde ich kotzen, glaube ich, echt. Weil die Leute sich einfach nicht trauen, weit genug in die Kreuzung reinzufahren, ne? Das ist so schlecht. Ja, liebe Leute, ich werde noch nicht ganz genau zeigen, wo ich wohne. Von daher beenden wir das Video jetzt. Ich wünsche euch morgen einen richtig schönen Vatertag. Auch die Nichtväter, trinkt einen für mich mit. Ich werde morgen nicht trinken gehen. Wahrscheinlich eine Motorradtour machen. Wie gesagt, viel Spaß. Ich hoffe, es ist gutes Wetter. Und ja, wir sehen uns dann die Tage. Ciao, ciao.